Willkommen zu unserem Video-Tutorial Fibu-Export direkt in SelectLine Auftrag. In diesem Video erläutern wir Ihnen die Einrichtung des Direktexports, der Exportparameter und dem Export und zum Abschluss den Unterschied zwischen Direkt, Com und Stapelexport. Der Direktexport in SelectLine Auftrag ist einer der drei möglichen Varianten, um den Export von Umsatzbelegen, beispielsweise der Rechnung, in SelectLine Rechnungswesen durchzuführen. Damit unter Schnittstellen der Menüpunkt SelectLine Fibu Direct angezeigt wird, bedarf es gewissen Voreinstellungen. Zum einen muss in den Mandanteneinstellungen unter Fibu Export Kopplung auf SelectLine Fibu direkt eingestellt werden. Zum anderen muss im SelectLine Rechnungswesen der Auftragsmandant geladen werden. Dies bedeutet, dass sowohl im Auftrag als auch im Rechnungswesen der gleiche Mandant verwendet wird. Die Rede ist in solchen Fällen von einem gemeinsamen Mandanten. Mit Klick auf Wechseln und Verwalten und neu kann nun entweder direkt der Mandantenname eingegeben werden oder wir klicken auf vorhandene Mandanten, prüfen, ob die Checkbox alle Mandantenanzeichen aktiviert ist und wählen den Mandanten aus dem Auftrag aus. Im nächsten Abschnitt prüfen wir die Versteuerungsmethoden und passen diese gegebenenfalls unserem Unternehmen an und erhalten im Anschluss nochmal einen wichtigen Hinweis. Abschließend wird der Mandant angelegt und steht danach als gemeinsamer Mandant zur Verfügung. Bei dieser Exportmethode wird anhand der hinterlegten Konten in den Mandanteneinstellungen vom Auftrag die entsprechende Buchung direkt im Dialogbuch vom Rechnungswesen angelegt. Im Fall, dass Ihr Unternehmen andere Konten verwendet, können diese individuell angepasst werden. Die Buchungstexte entnimmt der Export jeweils von den hinterlegten Platzhaltern der Buchungstexte 1 und 2. Auch hier stellen wir für Sie bereits eine vordefinierte Variante zur Verfügung. Damit eine Rechnung exportiert werden kann, muss der Gedruckstatus auf Ja stehen. Andernfalls wird der Beleg für den Export nicht berücksichtigt bzw. wird als fehlgeschlagen angezeigt. In unserem Beispiel verwenden wir zwei Rechnungen, eine mit Gedruckstatus Ja und eine mit Nein. Mit Klick auf Schnittstellen und dem neuen Menüpunkt SelectLine Fibu Direct öffnet sich der Dialog mit den Exportparametern, in welchem genau festgelegt werden kann, welche Daten wir exportieren möchten. Exportdatum bis festlegen, alle Kunden und oder Lieferantenbelege oder nur bestimmte Belegtypen exportieren, sollen Zahlungen mit exportiert werden, Wareneinsatz. Für Ausgangsrechnungen wird automatisch eine Umbuchung vom Bestandskonto auf das Aufwandskonto laut Erlöskontengruppe generiert. Der Buchwert wird aus dem aktuellen Kalkulationspreis ermittelt. Ebenso kann optional festgelegt werden, ob bei Handelsstücklisten der Stücklistenhauptartikel oder die einzelnen Stücklistenunterartikel gebucht werden sollen. Ist die Option Text 2 gleich leer aktiviert, werden für den Buchungstext 2 keine Daten exportiert. Export in nächste freie Periode. Wenn aktiviert, werden Belege in die nächste freie Periode exportiert. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden Belege mit einem Belegdatum in bereits abgeschlossene Buchungsperioden nicht exportiert und entsprechend im Protokoll darauf hingewiesen. Bei gesetzter Option Kostenrechnung prüfen werden die Belege bezüglich Voraussetzungen und Einstellungen für die Kostenrechnung geprüft. Hierzu müssen die verwendeten Kostenrechnungen im Auftrag
als auch im Rechnungswesen übereinstimmen. Auch hier gibt es eine entsprechende Rückmeldung im Protokoll. Optional kann festgelegt werden, ob relevante Stammdaten für das Rechnungswesen geprüft, angelegt und/oder aktualisiert werden sollen. Die Kontenbezeichnung für Personenkonten kann über Platzhalter gebildet werden. Die beim Export gebildete Bezeichnung wird zum Anlegen, Prüfen und Aktualisieren verwendet. Mit Betätigen auf OK werden die Umsatzbelege als auch vorhandene Zahlungen direkt im Dialogbuch mit den jeweiligen Buchungen dazu angelegt. Gleichzeitig wird ein Exportprotokoll erstellt, in welchem wir nun sehen können, dass ein Export erfolgreich war und einer fehlgeschlagen ist. Als Grund wird der vorhin bereits erwähnte Gedruckstatus des Belegs angegeben. Der Unterschied zwischen Direkt- und Stapelexporten ist der, dass bei Direktexporten keine Datei generiert wird, die erst noch ins Selectline-Rechnungswesen importiert werden muss. Der Unterschied zwischen einem Direkt- und COM-Export ist zum einen, dass der Export nicht über die COM-Schnittstelle stattfindet, sondern Buchungen direkt im Dialogbuch des Rechnungswesens erstellt werden, und zum anderen, dass es sich um den gleichnamigen Mandanten handelt, der gemeinsame Mandant. Damit sind wir am Ende unseres Videos angelangt. Vielen Dank für Ihr Interesse und viel Erfolg bei Ihren eigenen Direktexporten. Bis zum nächsten Mal.